Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, in der letzten Folge hatten wir jetzt leider das Problem, dass Sebastian etwas sauer auf uns war. Ja, ich denke, er wäre so oder so sauer gewesen, egal was wir jetzt da als Antwort gegeben hätten. Wir sollen auf jeden Fall jetzt mit Amit sprechen, weil ich habe gesehen, ich habe nichts mehr. Schreck mich doch nicht immer so, Pieps. Ich habe nichts mehr von der Hauptquest, also im eigentlichen Sinne die Hauptquest, in meiner Liste. Und ich soll auf jeden Fall mit ihm jetzt über Quado, keine Ahnung, über dieses, Oh, hallo. über die Sprache der Kobolde reden. So. Hallo, Amit. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Das Habe war's. ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet an einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit, mitzukommen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine, nun ja, kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Du sagtest, du sprichst Koboldogak, aber wie gut. Ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine umfangreiche Bibliothek. Als ich von den Klassikern genug hatte, habe ich Koboldwerke verschlungen. Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen. Und das ist noch nicht meine Beleidigung. Da hat er recht. Hast du je direkt mit einem Kobold gesprochen? Tatsächlich nie. Ich bin ja so gespannt darauf. Ein echtes Gespräch in Koboldogak mit einem Muttersprachler. Ich kann es kaum erwarten, subtile Aussprachen und Klänge bestätigt zu bekommen, die mir vielleicht entgangen sind, so als Autodidakt. Nachher kann der seine eigene Sprache gar nicht, das wäre doch mal lustig. Lodgok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Eieiei. Ja, was haben wir denn Millennium. hier? So geht das aber nicht hier hinter meinem Rücken. Astronomieteleskop. Dieses Teleskop ist das hochwertigste Instrument zur Sternenbeobachtung seiner Art und eignet sich perfekt für die Betrachtung des Mondes, der Sterne und aller anderen Dinge am Nachthimmel. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir das schon mal gefunden hatten, aber na gut. Dann müssen wir mal eben schauen. Ist das bestimmt auf der Weltkarte, nehme ich mal an, oder warten? Nee, er wartet nicht in Hogsmeade. Was ist hier unten? Ich habe hier jedes Mal immer wieder die Hoffnung, dass wir dann hier unten endlich mal weiterkommen. Ah, da habe ich auf jeden Fall was freigeschaltet. Bitte drückt mir die Daumen, dass wir nicht wieder abstürzen. Oh, ich kriege jedes Mal eine halbe Herzattacke, wenn ich darauf warte, ob wir jetzt abstürzen oder nicht, wenn wir porten, weil das ist wirklich schrecklich gewesen, die letzten ein, zwei Wochen. So, hier ist noch was Rotes. Das würde ich auch gerne noch haben, bevor wir uns der Mine nähern. So, dann, wo ist der Herr, dessen Namen ich vergessen habe? Lodgok, genau. Wir haben noch jemanden mitgebracht, oder besser gesagt, der kommt noch. Hi. Ein Freund, der Koboldogak spricht, wird uns hier treffen. Könnten Sie mir vorher vielleicht sagen, warum wir hier sind? Natürlich. Leider hatte der Helm von Earthcott auf Renrock nicht die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Er wusste bereits von dem Diebstahl und nahm an, dass ich mir Hilfe von Hexen oder Zauberern geholt hatte. Okay. Damit hätten sie rechnen sollen. Ja, irgendwie schon, ne? Wie sonst dachte er, dass der Helm zu den Kobolden zurückkehrt? Scheint, als habe er kein Interesse an einer Versöhnung. Wenn es um Renrock geht, fürchte ich, können wir kein vernunftbegabtes Denken erwarten. Verdammter Bragbor mit seinen Büchern. Bragbor? Ein Vorfahre von Renrock, der sich auf Metall verstand. Sollen wir zusammenarbeiten, muss ich Ihnen wohl mehr erzählen. Vor kurzem sollte ich Renrock einige Bücher von Bragbor besorgen, die entdeckt worden waren. Sie beschrieben Behältnisse, die Bragbor für eine Gruppe von Hexen und Zauberern anfertigen sollte. Was meinen Sie mit Behältnissen? Große magisch verstärkte Behälter, gefertigt aus Koboldmetall. Renrock heuerte Verstärkung an, um mir bei der Suche zu helfen. Wir sollten an Orten suchen, die mit fünf Namen aus den Büchern zusammenhingen. Rackham, Fitzgerald, Bakaar, Morgannac und Rookwood. Schloss Rookwood. Dort begannen wir mit der Suche.
Warum sind Renrock diese Behältnisse derart wichtig? Er ist an ihrem Inhalt interessiert. Seit Jahrhunderten weigern sich Zauberer, magisches Wissen mit Kobolden zu teilen. Ha, nicht mal Zauberstäbe dürfen wir benutzen. Daher haben viele Kobolde, mich eingeschlossen, Hexen und Zauberern ein Leben lang misstraut. Renrock war überzeugt, dass die Behältnisse eine magische Kraft enthielten, die die Zauberer für sich behalten wollten. Er war, ist entschlossen, sie für die Kobolde zu sichern. Doch... Da kommt mein Freund, Amit. Wir sollten unser Gespräch lieber später fortsetzen. Ich grüße Sie, Lodgok. Es ist mir eine Ehre. Sie sprechen Koboldugak? Oh, Bagaleo. Genug. Bitte sagen Sie mir, dass das kein Koboldugak sein sollte. Nun tja. Vielleicht war meine Aussprache nicht ganz richtig. Vielleicht ein anderer Dialekt? Aussprache ist nicht das Problem. Ich erkenne das kaum als Sprache wieder. Ich schätze, dass Sie Koboldugak besser lesen, als Sie es sprechen können. Das kann ich, Sir Lodgok. Nur Lodgok. Glücklicherweise brauchen wir nur jemanden, um schriftliche Pläne zu entziffern, da ich nicht mit Ihnen kommen kann. Was für schriftliche Pläne? Und warum können Sie nicht mit? Wir brauchen einen Hinweis auf Renrocks Wissen oder Vorhaben. Ein achtloser Anhänger hat womöglich Pläne zurückgelassen. Und ich kann nicht mitkommen, weil Renrock auf keinen Fall von meiner Anwesenheit erfahren darf. Sie müssen vor allem ungesehen bleiben. Vom Auge über der Zaubertür und herumlungernden Anhängern. Nein, ich will rein und alle kaputt machen. Sag mir bitte, ich darf auch alle kaputt machen. Was müssen wir noch über die verzauberte Tür wissen? Die Tür bleibt verschlossen, solange das Auge sie sieht. Sie beide müssen unsichtbar sein, um hineinzugelangen. Nach allem, was ich über Zauberermagie weiß, sollte das nicht zu schwer sein. Nein, das ist okay, aber die Kobolde will ich töten. Amit und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Ich bin der Falsche. Bis bald. Ich bin die Falsche. Ich bin eine... Wieso konnte ich jetzt gerade mit ihm reden und jetzt nicht mehr? Was müssen Amit und ich nochmal tun? Bleiben Sie ungesehen, um die verzauberte Tür zur Mine zu passieren. Ja. Studieren Sie drinnen alle Pläne, die Sie finden. Ja, ja. Ist okay. Amit und ich schaffen das. Ich warte auf Ihre Rückkehr. Ja, wenn du ja schon nach 3 Sekunden fragst, was du eigentlich gerade gesagt bekommen hast, dann weiß ich nicht, ob du das schaffst. Nein, aber mal im Ernst. Wie soll ich denn ungesehen bleiben? Natürlich. Was natürlich? Komm mit. Hat der jetzt nicht kapiert, ne? Dass er ungesehen sein muss und dass er sich dann einfach unsichtbar machen soll? Dein Ernst? Diese Tür schaut uns an. Wie können die uns anschauen, wenn wir unsichtbar sind? So. Bücher bereiten zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie mir nie erträumt. Ja, aber... Jetzt sind wir wieder sichtbar. Wir dürfen doch gar nicht gesehen werden, hat er doch gesagt. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Schauen wir uns um und dann verschwinden wir. Schau dir diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Davon mal abgesehen, gibt es auch keinen anderen Weg. Ist du überhaupt drin? Ja. Ich dachte gerade schon. Ach, wir machen uns einfach unsichtbar, kommen dann unten raus und keiner wird merken, dass wir da sind. Ich befürchte, ich stehe falsch rum, oder? Das war ja klar. Ich fasse es nicht. Wir sind in einer echten Koboldmine. Ziehen oder drücken? Das ist die Frage. Ach nee, das ist das Falsche. Revelio. War das jetzt richtig? Bin mir nicht sicher. Oh, ja, anscheinend ja. Das Ding ist dahinter, oder? Da ist was, was wir wo reintun können? Muss das da drunter? Oder ist hier hinten noch was? Ich habe von solchen Minen gelesen, aber in echt ist es etwas ganz anderes. Die Frage ist, müssen wir da tatsächlich was mitmachen? Oder... Nee, halt. Revelio, Reparo.
Nein. Ach, ja, jetzt hat er sich umgestellt. Ja? Keine Ahnung. Aber ich denke mal, da muss man eigentlich nichts mehr machen. Wir ziehen jetzt erstmal das Ding rüber. Komm mit. Das bisschen kannst du springen, oder? Bist du denn drauf? Hallo, Kleiner. Komm mit mir. Das ist dein Ernst. Braucht der hier eine extra Einladung, um raufzukommen, oder was? Jetzt komm. Du bist noch nie auf Abenteuertour gewesen, richtig? Wir müssen aufpassen. Du weißt sicher, dass nicht alle Kobolde uns so wohlgesonnen sind wie Lodgok. Ich will die aber trotzdem kaputt machen. Revelio. Ich kann gar nicht anders. Doch! Aber der Kleine versucht hier mal. Das war etwas mehr, als ich gewohnt bin. Ja, ich bringe uns hier sicher durch, Amit. Du hast mein Wort. Genau, du hast mein Wort. Ich mach das alles. Ist alles kein Thema. Ach, das ist wieder so eine Tür. Okay, dann gucken wir erstmal kurz oben. Wir werden beobachtet. Oder wir gucken nicht oben, da kommt Wasser raus. Okay. So. Ich bin leiser. Dann komm. Die Tür hat auch nicht gesehen, wie wir uns unsichtbar gemacht haben. Hat direkt die Augen zugemacht. Ich habe euch nicht gesehen. So. Haben wir jetzt hier irgendwas mitgemacht? Oben ist ein Gitter. Wir müssen ihn wieder hoch, denke ich mal. Aber wie kommen wir da hoch? Ist hier nichts, was wir... Das geht mir jetzt hier auf den Sack. Moment, wo ist das? Nein! Nicht herumschleichen. Glaub mir. Was? Wir sollten besser herumschleichen? Ach. Ich fühle mich wie eine Figur aus den Abenteuerromanen, die ich in den Sommerferien lese. Revelio. Also ich hoffe, wir kommen da nochmal rein. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Hier ist keine... Hier sollten doch irgendwo Pläne sein. Guten Tag, Partysprengung. Das ist der letzte an. Faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Das siehst du von da hinten. Jetzt muss sie noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Revelio. Der ist so gut. Das sieht er von da hinten mit seinen Adleraugen. Das ist richtig klasse. Moment, hier geht's nochmal runter. Aber da geht's. Sind wir von hier jetzt gekommen? Jetzt bin ich gerade. Nee, wir sind nicht von hier gekommen, ne? Hier ist die Küche. Guck mal, hier ist auch noch was. Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Revelio. Seltsam. Ich werde schon noch herausfinden, was sie hier unten bauen. Ja, wenn wir was Neues finden, dann kannst du das herausfinden. So, Moment. Da kommen wir wieder da oben hin, wo wir runtergekommen sind. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Doch, was sind wir von da? Es ist etwas sehr weitläufig hier. Ja, wir müssen auf jeden Fall auf der anderen Seite weiter. Wir haben ja auch nicht, ich glaube, den Weg durch die Tür mussten wir nehmen oder sowas, ne? Ich wollte ja jetzt erstmal hier gucken. Hier ging es aber nicht weiter. Wir sind von da hochgekommen. Da können wir nirgendwo mehr hin. Ja, komm mal mit, dann gucken wir doch mal da unten, wo wir da hingehen. Mal schauen. Bist doch gerade auch so in Abenteuerlaune. Bin ich übrigens jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele. Da hinten ist es offen, hier ist es offen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hier als erstes hingehen soll. Moment, da kam er her. Sauerei. Sind wir doch im Kreis gelaufen. Okay.
Also, hier wieder rein. Das heißt aber, theoretisch hätten wir da noch weiter gekonnt, oder? Ich gehe jetzt erstmal hier rum. Die Küche, das war die, wo wir eben drin waren. Und hier sind wir aber nicht durchgekommen, oder? Ne, da ist noch was Blaues. Ha? Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, bauen sie an etwas ziemlich Großem. Aber woran? Revelio. Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Ja. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lodgok. Nein, keine Sorge. Aber diesmal machen wir uns nicht unsichtbar. Das ist lächerlich. So, Leute. Party sprengen. Jetzt geht's los hier. Er steht hier nur an der Tür rum. Nein, ich will nicht in den anderen treffen. Warum musst du da gerade abhauen? Einfach zu viel. Nein. Mich. Ich habe Schlimmeres überstanden. Genau. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe. Hm? Da braucht man halt noch ein bisschen Zeit. Man muss mal ein paar Gegner aus dem Weg räumen. Man muss sich mal ein bisschen umsehen. Wer dieses Let's Play schon länger verfolgt, weiß das. Noch ein Bauplan. Was haben Sie da vor? Egal was, diese Mine ist zu klein dafür. Ich wollte gerade sagen, das weiß ich doch nicht. Immerhin soll er mir das ja sagen. So, was machen wir mit dir? Ziehen? Und dann? So, dann können wir erstmal loslassen. Moment. Revelio. Mhm. Ist da jetzt irgendwas rausgekommen? Ja. Also, wir können noch nach oben. Wir können überall hin hier. Mal hier. Die Tür ist zu, das ist schon mal gut. Achso, da bewegt sich nur was. Okay, ich wollte gerade sagen, da kommen wir offensichtlich auch nicht weiter. Das ist auch schon mal gut, weil das nämlich dann automatisch besagt, dass wir da nicht durch müssen. Bist du nur ein Zaubertrank? Beziehungsweise hier oben ist auch noch irgendwas. Ja, was ich gerade gesammelt habe, das war Geld. Sehr schön. Okay, du bist nur ein Zaubertrank. Na gut. Hätte ja sein können. Gehen wir mal eben hier oben hin. Auch wieder eine Fläche, ne? Ja, war mir irgendwie klar. Bombada! Dann halt nicht. Ja, okay. Achso, jetzt auf einmal geht's, oder was? Na gut. Irgendwo links, glaube ich, müsste das dann sein. Ja, da. Revelio. Sehr schön. Da oben ist auch noch was. Oh, ich hätte echt vorher aufpassen sollen, ob ich noch irgendwas rausmachen kann. Eieiei. Okay, das heißt, hier oben waren wir jetzt schon. Ja, aber das heißt jetzt was? Wir kommen doch hier jetzt gar nicht weiter. Oder? Da waren wir hier eben? Nee. Waren wir noch nicht, aber da ist ein unidentifizierter Gegenstand. Ja, super. Kommt der Typ jetzt auch nochmal? Hallo? Kleiner, wo bist du überhaupt? Hm. Steht hier nicht, steht da nicht. Da müssen wir durch. Können wir jetzt da durch? Ach so, hier ist was aufgegangen. Revelio. Ah, okay. Nein, du sollst das Ding treffen. Und er ist auch wieder da. Sehr schön. So, das ist dahinter. Die Frage ist jetzt, wir müssen nach rechts. Also gehen wir natürlich nach links.
Ja. Wir dürfen uns nicht darin verfangen. Die hat natürlich komplett aufs Falsche jetzt gezielt, war ja klar. So, jetzt aber. Contringo. Na, geh einfach weiter, komm. Ich hoffe, er kommt auch mit. Okay, der geht einfach locker da durch. Ja, warum auch nicht? Da hinten sind wieder welche. Ich denke mal, hier könnte man theoretisch wirklich schleichen. Trifft zwei Gegner gleichzeitig mit Petrificus Totalus. Das habe ich aber gar nicht. Moment, oder? Nee, das war Avada Kedavra. Imperio? Ja, meine ich doch. Den habe ich nämlich gar nicht. Das ist ja lustig. Oder habe ich den... Nee. Oder? Das ist einer von denen hier oben. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, wie gesagt, länger nicht mehr gespielt. Nee, aber Petificus, nee. Das ist keiner von denen. Das ist nur mit dem... Ja. Hm. Springe ein rotes Fass mit Bombarder. Ja, das können wir machen. Kein Thema. Oh, es sei denn, wir haben was Falsches drin. Au. Nein, das war der falsche. Verdammt! Ist hier noch irgendwo ein Fass? Kommst du nicht davon? Einlässiger Mensch, Baby. Ich hab das Gefühl, du wirst dich bald aufhalten. War das schon alles? Contringo! Ganz einfach! Contringo! Damit kommst du nicht davon! So hält bringen wir es hin! Caliamos! Bombarda! Stupa! Der Tod rennt! Contringo! Damit kommst du nicht davon! Bin ich da schon? Hier noch. Das waren sicher die letzten, Amit. Ja. Mist. Das ging alles so schnell. Ich habe überhaupt nicht mehr drauf achten können, ob jetzt hier irgendwo ein rotes Fass war. Aber ich habe jetzt auch so beim Gucken nichts mehr gesehen. Ach, und ich Idiot habe genau die falsche Taste gedrückt. Das war jetzt wieder sowas von klar. Also, da hinten müssen wir wahrscheinlich durch, nehme ich an. Können wir hier noch irgendwo hoch? Hier wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Rebellion. Und da hinten dann wieder runter, oder? Ja, ist er jetzt gerade? Wer ist der Sack? Er ist gerade da hochgekommen. Okay. Frage ist, sind wir jetzt da durchgekommen, weil ich da hinten nämlich noch was sehe? Ich glaube nicht, ne? Ne, wir sind anders reingekommen. Okay, sehr schön. Nein! 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 Wollt ihr mir das wirklich antun? Ach, das sind zweimal. Oh, nee. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Oh, das ist nicht euer Ernst, ey. Das geht runter. Es ist für 60. Man weiß halt nicht, was drin ist, ne? Das ist halt das Problem. Das kennen wir nicht. Das ist... Oh, das ist für 150. Das kann ich nicht abgeben. Also die für 60, das ist noch okay. Die könnte ich theoretisch noch loswerden. Das muss ich auf jeden Fall vorher noch machen. Ich bin dann ja irgendwann auch nicht mehr in den Raum der Wünsche reingeportet, weil man, wie gesagt, beim Porten immer komplett kaputt gegangen ist. Also rausgeworfen, nicht kaputt gegangen. Das rüsten wir mal aus. Dann, das brauchen wir nicht. Ich mach das mal. Komm.
Aber zumindest eins wieder. Lassen wir jetzt erstmal die Optik, ist mir jetzt auch egal, oder? Ja, ich mache das gleich, glaube ich, wieder anders. Das ist auch 60, 60, na, weniger als 60 haben wir ja nicht. Ich meine, im schlimmsten Fall geht irgendwas mit 60 wieder rein. Aber es ist halt sehr ärgerlich, ne? Also so wenig Platz, wie wir tatsächlich haben, das ist echt sehr, sehr nervig. Und ich habe schon so viele von diesen blöden Rätseln gemacht, wo man angeblich mehr Platz mitbekommen soll. Habt ihr auch schon abgerufen, quasi. Aber ja, so wirklich viel Platz anscheinend ist es nicht mehr. Revelio. So, mal gucken. Moment, wir sind jetzt hier wieder runtergelaufen, genau. Dann machen wir das mal eben. Ach so, Moment, da war doch noch was. Revelio. War hier nicht noch... Genau, hier rechts musste ich doch noch was ziehen, ne? Okay. Muss ich das nicht ziehen? Habe ich das schon mal voll? Okay, das irritiert mich jetzt irgendwie. Aber anscheinend... Habe ich das schon am Anfang gemacht? Eigentlich nicht, ne? Wir sind ja dann hier reingegangen. Oder kann ich das jetzt erst? Ach, das kann auch. Die bleibt aber jetzt offen, ne? Moment. Ah. Okay. Da ist wieder ein Aufzug. Sehr schön. Achso, sollte ich vielleicht mal eben abbrechen. Moment, da ist ein Aufzug, aber da müssen wir entlang. Dann würde ich sagen, gehen wir. Ach, geht immer aus dem Weg hier. Gehen wir erstmal mit dem Aufzug hier hoch. Komm mal mit, ich will mal gucken, was da oben ist. Das waren noch nicht alle Pläne. Ich suche lieber weiter. Oder ist das nachher der Ausgang hier? Ich bin mir nicht sicher. Könnte der Ausgang sein. Rebellion. Weil die das so komisch sagt. Triffst du den jetzt mal? Der ist direkt Rebellion. Vor dir, Mädel. Geht doch. Rebellion. Ja, da läuft was. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall der Ausgang. Nee, dann gehen wir natürlich nochmal zurück. Ich habe es mir schon wirklich gedacht, als sie das so gesagt hatte. Aber gut, kann ja keiner ahnen, dass wir jetzt erst den Ausgang freilegen und dann nochmal weiter rein müssen. Wir wollen ja alles mitnehmen. Da war hier, ne? Fahren wir nochmal runter. Ist ja nicht schlimm. Habe ich bei Resident Evil teilweise auch gemacht. Immer wieder hoch, runter und dann doch wieder woanders hin. So, mal schauen. Also mindestens ein Teil müsste noch hier irgendwo zu finden. Achso, das ist direkt das, was hier. Na gut, dann nehmen wir das nicht mit, weil es ist voll. Oh, ich kriege hier die Krise. Das ist auch schlechter. Dann können wir das direkt schon mal zerstören. So. Ist wahrscheinlich auch wieder schlechter. Ja, das war ja klar. Das ist nicht gut. Sie bauen riesige Bohrer. Sogar zu groß für diese Mine. Verschwinden wir und erstatten Lodgok Bericht. Okay. Na gut. Revelio. Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Nö, sieht nicht so aus, ne? Na gut, dann mal raus hier. Wir kennen ja jetzt den Weg. Folge mir. Ich weiß diesmal, wo es lang geht. Hab ich dich jetzt auch gesehen? Doch. Eigentlich ich muss schon. Erst mal kurz durchatmen. Das war etwas zu viel für mich. Kein Thema, atme gut, du mal kurz durch. Gut, dass du mitgekommen bist, Amit. Wir kennen ihre Pläne und können verschwinden. Atme du mal kurz durch. Ich gehe mal eben hier gucken. Was ist denn hier oben eigentlich? Revelio. Oh, welches Schloss? Ja. Alohomora. Revelio. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Gold hätte ich auch gerne.
ein Plüschdrache. Oh, wie süß. Den nehme ich doch auch gerne mit. Wupp. Dann machen wir uns auf Richtung Ausgang. Das hätte ich jetzt tatsächlich fast übersehen. Aber cool. Keine Ahnung, was das jetzt mit dem Plüschdrache ist. Ich hätte mal gucken sollen. Sieh mal, der Aufzug. Ein willkommener Anblick. Hallo. Amid, kommst du runter? Na, ich gehe schon mal vor. Das dauert anscheinend ein bisschen länger beim Amid. Der hat es nicht so mit Abenteuern. Und der will wahrscheinlich nicht auf eine Ratte draufspringen oder so. Gehen wir schon mal vor. So, wo ist er? Können wir darüber reden, was gerade passiert ist? Und sein muss? Das war halb so wild, oder? Doch, war es. Ich fürchte, ich hatte genug Abenteuer für einen Tag. Vielleicht sogar für mein ganzes Leben. Danke, Amid. Ohne dich hätte ich es nie geschafft. Wenn es dir nichts ausmacht, muss ich jetzt mit Lodgok sprechen. Verstanden. Dann lasse ich euch allein. Ihre Koboldgeheimnisse sind bei mir sicher. Doch irgendwann schreibe ich ein Buch über dieses Abenteuer. Ohne naja, ich meine... Lebt wohl. Okay. Was heißt hier lebt wohl? Der will sich jetzt nicht irgendwie umbringen oder so? Von der nächsten Klippe runterstürzen, sich den anderen Kobold in den Weg werfen oder irgendwie sowas? Sie bauen gigantische Bohrer. Wir haben ihre Pläne gefunden. Renrock muss nach den Behältnissen suchen. Ich fürchte, da haben Sie recht. Abgesehen von Schloss Rookwood weiß ich aber nicht, wo er zu suchen plant. Ich habe über noch etwas nachgedacht, was Sie draußen gesagt haben. Ja? Wenn Sie Renrocks Ansichten teilen, warum helfen Sie mir dann? Ich hielt Schloss Rookwood für verlassen, als ich mit meiner Suche begann. Ich hätte nie gedacht, dort eine Hexe anzutreffen in einer improvisierten Forschungsstätte. Sie hat so konzentriert gearbeitet, dass sie mich fast nicht bemerkt hätte. Als sie aufsah, dachte ich, sie reagiert mit Angst oder Verachtung. Aber sie tat etwas, was ich nie vergessen werde. Ohne eine Sekunde zu zögern, lächelte sie und bat mich, Platz zu nehmen. Sie sagte, sie sei Forscherin und zeigte mir einen kleinen, seltsamen Behälter mit einem fremdartigen Symbol. Sie meinte, er sei aus Koboldmetall, aber konnte ihn nicht öffnen. Sie wollte zusammenarbeiten. Miriam... Ja, aber woher... Professor Fakes Frau. Er hat mir von ihrer Forschung erzählt und ich weiß vom Behälter. Ah, wie ehrfürchtig sie von Kobolden sprach. Ihrer Intelligenz und ihren Talenten, damit hatte ich nicht gerechnet. Nie haben mich Hexen oder Zauberer mit so viel Respekt behandelt. Und zu meiner Überraschung... ließ ich sie den Behälter untersuchen, wenn ich mich dafür im Schloss umsehen durfte. Wir trennten uns und sie versprach, ihre Erkenntnisse zu teilen. Mehr von Renrocks Leuten kamen und wir begannen zu graben und fanden schließlich das erste Behältnis. Renrock war erfreut über unseren Fund, aber zornig, als ich ihm von Miriam erzählte. Ich sollte keiner Hexe vertrauen. Als ich hörte, dass sie tot ist... Du glaubst, Renrock hat sie ermordet? Ich will es nicht glauben. Aber ich weiß nicht. Danach veränderte sich etwas in mir. Ich hatte erlebt, wie die Macht der Behältnisse Renrock verwandelt hatte. Und alle anderen auch. Da konnte ich nicht länger mitspielen. Danke, Lodgok, dass du mir das sagst. Ich sage Ihnen das, damit Sie verstehen, was auf dem Spiel steht. Renrock hat Brackbaus Bücher nie alle gefunden. Aber aus den gefundenen ging hervor, dass Brackbaur irgendwie ein Behältnis gebaut hat, das noch größer ist als das unter Schloss Rookwood. Ihre heutige Entdeckung beunruhigt mich zutiefst. Wenn Renrock erfährt, wo sich das Behältnis befindet,
steht uns ein großer Krieg bevor, fürchte ich. Ich finde heraus, was Renrock weiß. Ich schicke meine Eule. Ja, ein großer Krieg. Irgendwie habe ich so die Befürchtung, dass das vielleicht das Ende von Hogwarts, also nicht das Ende, sondern der Endkampf sozusagen sein könnte. Ich weiß ja nicht. Ja, ich würde sagen, ich mache mich wieder auf den Weg zurück nach Hogwarts. Ich hoffe, Professor Fitzgerald weiß jetzt Bescheid. Ich muss die nächste Prüfung schnellstmöglich abschließen. Ja, sehr geil, sehr geil. Das machen wir dann doch. Ich mache mich auf den Weg nach Hogwarts zurück und in der nächsten Folge werden wir uns dann in der Kartenkammer wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.